Hallo, Grüß Gott und ganz herzlich willkommen zum Quartalsrückblick Nummer 1 im Jahr 2022. Was hat sich in diesem Jänner, Februar und März getan? Viel, ich kann es gleich vorwegnehmen. Begonnen hat es ja doch noch einigermaßen ruhig mit, ja nennen wir es, Business as usual. Die ersten Kurse sind wieder angelaufen, doch mit ein bisschen Veränderung, denn wir durften uns wieder live treffen. Unsere Zivilschutzschule hat wieder aufgesperrt und wir konnten Schülerinnen und Schüler, wenn ich sie so nennen darf, wieder bei uns begrüßen. Einen großen Kurs hat es gegeben für Füreinander Niederösterreich. Die ersten Ausbildungen in unserer Außenstelle in Gmünd haben stattgefunden. Also sowohl Helferinnen und Helfer, die dann zum Einsatz kommen können, wurden dort ausgebildet, aber auch die ersten Stabsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben dort einen Kurs erledigt. Ja, ein bisschen eingeschränkt war es noch. Alles mit Maske und Vorsichtsmaßnahmen, aber keine Frage, Sicherheit geht vor. Das Echo war gut, die Damen und Herren, die dort teilgenommen haben, waren zufrieden und bei der Überreichung der Dekrete dann auch sichtlich stolz. Stolz durften auch wir sein, wir der NÖZSV, denn wir wurden international angefragt. Sie erinnern sich vielleicht, Juli 2021, Unwetter ziehen über Europa. Teile Deutschlands waren schwer betroffen, ganz besonders das Bundesland Rheinland-Pfalz. Schwere Unwetterschäden, leider auch viele Tote. Heuer im Jänner hat die Landesregierung von Rheinland-Pfalz beschlossen, da etwas dagegen zu tun, besser vorbereitet zu sein auf mögliche Unglücksfälle. Es wird also dort so etwas wie ein Krisen- und Katastrophenmanagement initiiert, das es bei uns in Niederösterreich ja schon gibt. Daher war es uns eine Ehre und für unsere deutschen Kollegen offensichtlich logisch, Experten aus Niederösterreich einzuladen. Unser Präsident, Landtagsabgeordneter Bürgermeister Keinz waren dabei und auch der zuständige Leiter der entsprechenden Abteilung hier im Hause, nämlich der Stefan Kreuzer, waren eingeladen. Die beiden Experten waren live im Rahmen einer Videokonferenz zugeschaltet haben dort ihre Expertise eingebracht und die deutschen Kolleginnen und Kollegen waren offensichtlich beeindruckt. Das Echo war gut, sowohl von den Abgeordneten des Bundeslandes Rheinland-Pfalz als auch das Echo in der deutschen und in der österreichischen Presse. Da dürfen wir schon ein bisschen stolz darauf sein. Ab 24. Februar war dann alles anders. Russische Truppen marschieren in der Ukraine ein und damit hat sich vieles verändert. Nicht nur dort, nicht nur bei uns in Niederösterreich, sondern in ganz Europa. Binnen wirklich sehr kurzer Zeit ist eine gigantische Hilfswelle angerollt, auch oder gerade bei uns in Niederösterreich, möchte ich sagen. Es ist aufgerufen worden zu spenden. Und das hat sowas von funktioniert. Kolonnen von privaten Spendern sind da bei uns gestanden. Der NÖZSV hat die ehrenvolle Aufgabe übertragen bekommen, diese Spenden einzusammeln zu verpacken und zu organisieren, dass sie wegtransportiert werden können. Gott sei Dank ist viel gespendet worden. Gott sei Dank hatten wir auch genügend freiwillige Helferinnen und Helfer, die uns geholfen haben, dieses ja anfangs doch ein bisschen Chaos in den Griff zu kriegen und die Spenden reisefertig zu machen. Federführend für diese Sammelaktion war ganz am Anfang die niederösterreichische Jugend und dazu begrüße ich jetzt den Vizepräsidenten des NÖZSV, vor den Landtagsabgeordneten Bernhard Heinreichsberger bei mir. Hallo Bernhard. Danke für die Einladung, hallo. Das war erstens schnell, wie das angelaufen ist, und das war zweitens gar nicht so selbstverständlich. Die niederösterreichische Jugend hat sich wirklich quer durch die ganze Parteienlandschaft zusammengeredet. Wie ist das gelaufen? Wie habt ihr es geschafft? Ja, ich sage jetzt einmal: die gemeinsame Herausforderung hat uns zu dem gemacht, was wir da eigentlich sind und auch irgendwie umgesetzt worden ist in der kurzen Zeit. Es war Kriegsbeginn und kurz darauf, wenige Tage später, wollten wir eigentlich unseren Beitrag leisten und den Menschen dort vor Ort helfen. Und nicht nur solidarisch Kundgebungen durchführen, sondern auch hands-on, typisch für die niederösterreichischen Jugendorganisationen, auch helfen, Hand anlegen und zwar etwas zu spenden, was vor Ort den Menschen auch helfen kann und ein bisschen Trost spenden kann. Ja, und dann haben wir uns zusammengesprochen, die Jugendorganisationen untereinander. Ich habe dann zum Beispiel die Landjugend angerufen und gesagt, seid dabei, wir haben da eine Folge der Idee, wir würden gerne Hygienepackungen sammeln und äh, die Landjugend war sofort dabei. Und dann war mein nächster Ansatz, okay, das Sammeln funktioniert, wenn Jugendorganisationen zusammenhelfen, wer ist aber der Empfänger und wer organisiert den Transport? Und da war für mich klar, dass ich natürlich meinen Präsidenten anrufe, Christoph, ich habe gesagt, Christoph, wir haben die und die Ideen. Wir würden das sammeln, können wir das dann auch nach also in den Osten bringen in dem Fall? Und er so, ja, jetzt brauchen wir aber einen Empfänger. Und das war in dem Fall dann ähm, unser Landesrat Martin Eichinger, den ich kontaktiert habe, wo gesagt habe, Landesrat, wir würden gerne etwas sammeln und helfen. Wir hätten jemanden, der den Transport organisiert, wir brauchen aber eine Empfängerdestination. Und dann hat er gemeint, die Republik Moldau ist einer der ärmsten Länder, die es überhaupt gibt in Europa, die brauchen sicher Hilfe in der Bewältigung der flüchtenden Menschen aus der Ukraine. Und so haben wir uns dann entschlossen, äh, zu sammeln, Hygienepakete und die dann mit dem Zivilschutzverband in die Republik Moldau dann zu überbringen und dort der Concordia-Stiftung zu übergeben, die die dann an die flüchtenden Menschen aus der Ukraine gibt. Wer schnell hilft, hilft doppelt heißt Und ich glaube, das ist euch wirklich gelungen. Neun Tage nach Beginn der Krise ist ein Konvoi von da aufgebrochen, der sich wirklich sehen lassen konnte. Es waren fünf wirklich bis unters Dach beladene Sattelschlepper, begleitet von zwei Fahrzeugen des NÖZSV, die in die Republik Moldau aufgebrochen sind. Und du bist mitgefahren dabei. Wie war es? Ja, eine komplett neue und andere Erfahrung. Also ich bin sehr gewohnt, dass auch als Feuerwehrmann bei vielen Katastrophenschutz-Hilfsdiensteinsätzen auch dabei zu sein. Ähm, nur das ist komplett etwas anderes. Das kann man absolut nicht vergleichen. Man fährt einmal ins Ausland, auch natürlich in einen, außerhalb der Europäischen Union, in einen Drittstaat. Ähm, man, sieht, ja, man sieht Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, die per Auto unterwegs sind. Das war auch eine neuartige Erfahrung für uns an den Grenzübergängen, Kilometerweise Staus. Menschen, die ihr Hab und Gut, die komplette Familie und, und alles, was ihnen wichtig ist, versuchen in ein Auto einzupacken und einmal äh, die Ukraine zu verlassen und dann natürlich über die Republik Moldau in die Europäische Union zu kommen. Äh, man sieht dort auf den Tankstellen rund um den Tankstellen auch viele äh, freiwillige Organisationen, auch die die Feuerwehren dort und der Europäische Zivilschutzverband, der dort die Leuten gemeinsam mit dem internationalen Roten Kreuz mit äh, den ersten Verpflegungen verpflegt sozusagen. Äh, Ein Zwischenstopp gemacht wird einmal das Ankommen, das Realisieren der Lage, glaube ich, steht auch da im Mittelpunkt und die dann weiterziehen. Und also das ist ein spezieller Punkt, ein internationaler Punkt, auch die Raststationen und auch die Tankstellen rund um den Grenzübergängen. In so kurzer Zeit sowas zu organisieren, das kann funktionieren, muss nicht funktionieren, es hat Gott sei Dank funktioniert. Wir haben ja, wie wir es vorbereitet haben, gehört, Zollpapiere für derartige Mengen und auch für diese Waren zu organisieren, das ist normalerweise eine Angelegenheit von sagen wir vier bis fünf Wochen Vorlaufzeit. Wir hatten fünf Tage ungefähr da beim Zivilschutzverband. Das hat im Großen und Ganzen funktioniert. Nicht alle Papiere waren zu Beginn der Reise schon da und es war noch dazu ein Wochenende, an dem wir weggefahren sind, aber es hat trotzdem geklappt. Äh, nicht ganz selbstverständlich, wie hoch war die Spannung, ob es wirklich funktioniert? Die Spannung war natürlich extrem hoch, weil wir sind wirklich mit unseren Hilfsgütern, sage ich jetzt mal, in die Republik Moldawien, in Richtung Republik Moldawien auch gefahren und haben auch damit gerechnet, dass man die ganzen Formalitäten auch währenddessen klären muss, dass einem die Zeit auch nicht fehlt. Und da möchte ich wirklich die Lanze brechen für die österreichischen Diplomaten vor Ort, für die Botschafter, auch für unseren Landesrat Martin Eichtinger, die da Tag und Nacht uns wirklich toll servisiert haben, die uns da Kontakte hergestellt haben, wo wir dann gemeinsam aber auch mit den jeweiligen Grenzbeamten der Mitgliedstaaten der Europäischen Union Ungarn und Rumänien, aber auch Moldawien, als Drittstaat jetzt einmal sehr gut zusammengearbeitet haben, die Verständnis dafür gehabt haben, die uns auch da ein bisschen da unterstützt haben. Ähm, es ist ja nicht so alltäglich, dass man einfach mit äh, 165 Paletten Ware gleich einmal irgendwo ähm, hinfahren kann, so einfach. Da gibt es viele Herausforderungen. Da möchte ich ein großes Dankeschön natürlich aussprechen. Es hat auch immer einen Austausch gegeben in Bezug auf die Sicherheitslage. Also wir haben immer versucht, auch herauszufinden, wie ist die Stimmung, gerade auch in der Republik Moldau, ähm, weil wir ja doch auch ihnen fremdes Land einreisen, sage ich jetzt einmal, dass er nahe an der ukrainischen Grenze ist. Und da gab es ja eine Verzögerung bei der Einreise, weil die Sicherheitslage aufgrund der Nähe zu Transnistrien, aber auch Odessa und so weiter, nicht so klar war. Und äh, der Eigenschutz ist für uns das Wichtigste, weil wir arbeiten eben mit Freiwilligen. Und dann haben wir einen Tag später eben unsere Reise dann fortgesetzt, damit wir die Hilfsgüter dann auch äh, sicher, auch für uns sicher, in die Republik äh, Moldau nach Kisana bringen konnten. Was Gott sei Dank gut gelungen ist. Dankeschön dafür. Danke. Hilfe wird weiterhin gebraucht, Spenden werden weiterhin gebraucht und sie werden Gott sei Dank auch weiterhin gesammelt und auch transportiert. Nicht mehr direkt nach Moldawien oder gar an die Grenze, teilweise bis Bratislava zum Beispiel und von dort weiter verteilt. Die Organisation der Spenden hat sich auch ein bisschen geändert. Gesammelt wird jetzt auf Gemeindeebene und auf Bezirksebene. Das funktioniert hervorragend. Davon haben sich in diesem Quartal und vor kurzem auch unser Bundeskanzler Karl Nehammer und unsere Landeshauptfrau Johanna mikl leitner überzeugt. Die Transporte werden in der Zwischenzeit von der Feuerwehr durchgeführt. Sie gehen alle hier aus dem Landesfeuerwehr- und Sicherheitszentrum weg. Hier werden auch die Spenden aus ganz Niederösterreich zusammengetragen. Gesammelt werden sie mittlerweile, wie gesagt, auf Bezirksebene bzw. in den Gemeinden und dann hierher zu uns gebracht. Die meisten davon sind schon sortiert, sortenrein verpackt und wirklich transportfertig, aber nicht alle. Das, was noch fertig zu machen ist, das, was noch wirklich schön für den Transport vorzubereiten ist, das wird hier erledigt von den vielen Freiwilligen und Ehrenamtlichen des NÖZSV. Und da ist immer noch genug zu tun. Bei mir ist es der Landesgeschäftsführer des Zivilschutzverbandes, der Thomas Hauser. Thomas, es gibt immer noch viel Arbeit. Es gibt immer noch viel Arbeit, es gibt genug Arbeit und wir sind sehr dankbar auch für die vielen helfenden Hände aus unseren Ärmern. Es ist ja nicht gerade leichter geworden durch die Corona-Pandemie, die hat ja auch die Hauptamtlichen erwischt. Wir haben äh, gerade in dieser Phase, wo es ganz intensiv war, auch mit dem Aufbereiten und, und uh, Versandfertigmachen der, uh, der Hilfsgüter, uh, hat uns wirklich nach langer Zeit eigentlich der erste Corona-Fall aus dem Hauptamt erwischt und dann war es wie eine kleine Kette natürlich. Und es haben mehrere sich dann relativ in kurzer Zeit krank gemeldet. Und das war wirklich eine Situation. Man muss ja doch auch bedenken, wir sind im Summe zehn hauptamtliche Mitarbeiter. Das ist jetzt nicht eine riesengroße Armada von, von, von Mitarbeitern. Und wenn dann auf einmal drei oder vier fehlen, das ist schon wirklich hartes Brot. Funktioniert hat es aus dem Grund, weil einfach wieder sehr, sehr viele Ehrenamtliche auch hier eingesprungen sind, uns geholfen haben und uns auch in diesem Bereich einfach wieder unterstützt haben. Ein großes Dankeschön an alle Damen und Herren, die da mitgemacht haben und immer noch mitmachen. Ein riesengroßes Dankeschön und ein großes Bitte natürlich auch, auch für die nächsten Wochen, also die, die Aktion Niederösterreich hilft, also die Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine. Die werden uns auch in den nächsten Wochen noch begleiten. Und daher ein großes Bitte an unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter. Helft uns auch weiterhin in der Form. Bitte und danke für alles, was schon geleistet wurde. Weil das Tagesgeschäft, das geht ja weiter. Corona-Ausfälle hin, Corona-Ausfälle her. Im Gegenteil, es wird sogar noch ein bisschen mehr. Weil ich denke, was wir jetzt im Zuge der Ukraine-Krise sehr wohl bemerkt haben hier herinnen ist, Thema Blackout und auch Thema Atomgefahr, das brennt jetzt wieder vielen Menschen unter den Nägeln. Absolut. Also wir haben es wirklich vor allem in, in, im, im Büro bei uns oder in der Landesgeschäftsstelle anhand von den Anrufen gemerkt. Ja? Anrufe, Mails, die gerade zu diesem Thema gekommen sind und äh, vor allem die Fragen zum Strahlenschutz, zur atomaren Gefahr aufgrund der, des Krieges in der Ukraine. Wie ist das einzuschätzen? Wie kann man sich vorbereiten? Was sollte man zu Hause haben? Also im Grunde genommen für uns zwar Standardarbeit, weil es ja uns die, die letzten Jahre auch dieses Thema immer wieder begleitet hat und Strahlenschutz in jedem Bereich ein, ein Thema war für uns. Äh, aber trotzdem, in dieser geballten äh, Form, wie wir es jetzt gehabt haben, mit zusätzlichen anderen Aufgaben, war das schon eine große Herausforderung. Aber ich glaube, die Botschaft, die wir da aussenden können, die ist ganz klar. Die Hauptfrage heißt ja immer, wie kann ich mich vorbereiten und wie viel Angst muss ich haben? Die Antwort ist eindeutig. Also, umso mehr ich mich vorbereitet habe, umso weniger Angst brauche ich haben. Also, ich glaube, das ist äh, äh, ganz ein wesentlicher Punkt und es ist so wie bei vielen Katastrophenfällen, ob man jetzt vom Blackout sprechen oder vom Atomunfall. Ja, äh, wir wünschen uns alle miteinander nicht, dass das passiert, aber wir wollen zumindest dass die Leute darauf vorbereitet sind. Und äh, wenn man jetzt durch den, durch den Krieg in der, in der Ukraine äh, sich überlegt, dass das dort da zu atomaren, äh, ja, ich sage jetzt einmal Unfällen kommen kann, natürlich ist das nicht von der Hand zu weisen. Das ist in einem Kriegsgebiet durchaus auch möglich. Nur, wir haben auch in Europa die ganze Zeit über Kernkraftwerke und ein Unfall kann auch immer möglich sein. Ja. Also das ist äh, jetzt natürlich, umso näher man auch medial in der Berichterstattung ist und wenn man zu Hause beim Fernseher sitzt und diese Bilder sieht, dann kommen natürlich auch diese Gedanken. Ja. Und Angst in dem Sinn, würde ich jetzt sagen, ist nicht notwendig, äh, sondern es ist einfach notwendig, aber das war es auch früher schon, sich darauf vorzubereiten, sich dementsprechend auch äh, die Dinge zurechtzulegen, die man braucht, um dann so eine Zeit äh, auch zu überstehen. Also. Bevorratung nach wie vor das Thema. Zum Thema Atomgefahr und Angst vor Atomunfällen in der Ukraine. Wir sind in etwa 700 Kilometer weit entfernt. Es gibt eine Vorwarnzeit von ungefähr 30 Stunden, je nachdem, wie der Wind steht, falls wirklich was passieren sollte. Und trotzdem gibt es immer wieder die Nachfrage: Wo finde ich den nächsten Schutzraum, wenn was passiert? Ja, also vielleicht einmal vorweg zu, zu der Entfernung zu sagen, also äh, auch hier muss man wirklich die Behörden wieder mal loben. Also seit, seit 1. März, seitdem äh, wirklich diese Geschichte nur in irgendeiner Art und Weise erkennbar war, äh, gibt es tagtäglich Berichte und Einschätzungen äh, aus den Ministerien, äh, wo wir zum Beispiel nur, um es zu vergleichen, die vorige Woche war die Wettersituation auch so, dass egal wenn dort etwas passiert ist, es wäre nicht zu uns gekommen. Ja, weil die Witterung es einfach in die andere Richtung verfrachtet hätte. Ja. Zum Thema Schutzraum muss man auch klar und deutlich sagen, es gibt diese Schutzräume nicht, die sich die Bevölkerung irgendwie wünschen würde. Ich meine, wenn man es baut hätten, würden es wahrscheinlich auch unglücklich sein damit. Es gibt sie nicht, weil es auch keine Bauvorschrift gibt dafür. Ja. Uh, jeder muss in seinem Bereich wieder mal schauen, uh, wie kann ich mich in so einem, so einem Bereich schützen, was ist der optimalste Raum in meinem Haus. Da gibt es diese Faustregel, wo man sagt, die, der Raum mit den wenigsten Fenstern ist natürlich optimal, weil da habe ich die geringste Staubpartikelbelastung. Ja? Oder auch der Weinkeller ist ein optimaler Schutzraum. Ja? Wenn er vielleicht sogar Filteranlage hat, uh, Kelleranlagen generell, das können schon tolle. Behelfsmäßige oder sogar Teilschutzräume sein? Also klare Botschaft: Vorrat, ja, Angst oder nur mhm. Panik, nein. Nein. nein, nicht weiter notwendig. Äh, vielleicht auch zu dem Thema der, der Schutzräume noch dazu zu sagen: Die, die wir kennen, die sind eben für die Stäbe von verschiedensten Organisationen oder Behörden äh, gebaut, um diesen Stab aufrechtzuerhalten. Aber es ist nicht so, dass hier große Schutzräume für die Bevölkerung da sind. Also, das muss man ganz offen ehrlich so sagen. Das war das Wichtigste, das im ersten Quartal 2022 hier bei uns im Zivilschutzverband in Niederösterreich passiert ist. Wir sehen einander gesund und munter, hoffentlich Ende des zweiten Quartals wieder. Bleiben Sie gesund. Vielleicht ist bis dahin die Welt auch wieder ein bisschen friedlicher geworden. Weil wir gerade beim Thema Bevorratung und Vorbereitung waren, eines ist ganz klar: Zivilschutz ist nie zu viel Schutz.